herzlich willkommen in meinem Handarbeits-Podcast und bei Folge 49. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie das mit dem Aufnehmen und Sprechen funktioniert. Seht's mir nach, wir haben uns lange nicht gesehen, aber ich freue mich, euch heute ganz viel zeigen zu können. Erstmal Happy Halloween. Wir haben heute Dienstag und ich dachte mir, weil ich so ein bisschen passende Sachen gemacht habe in letzter Zeit, bringe ich diese Folge zu Halloween raus und ich freue mich schon sehr. Willkommen in meinem neuen Atelier. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon angekündigt, dass sich eine räumliche Veränderung hier ergeben wird. Wir haben so ein bisschen Räume getauscht und so und deswegen ist das Atelier jetzt hier in diesem Zimmer. Also herzlich willkommen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Dekorieren und so. An die Wand sollen noch ganz viele Bilder. Ich habe sie gestern schon für euch gestrichen. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet nach der Farbe und ich habe zur Auswahl gestellt so ein Altrosa, so ein Mauve-Ton, dieses Grün und ein Petrol. Und am Anfang war dieses Grün vorne und dann irgendwann holte Petrol und Mauve auf. Und ich glaube, am Ende hat Petrol gewonnen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich gestern schon im Baumarkt und ich habe mich für das Grün entschieden. Und es gab jetzt auch nicht unbedingt so viel Auswahl. Das ist ja echt schwierig. Die mischen auch keine Wunschfarben, sondern nur so vorgegebene Farben dort. Und das war alles zu knallig. Entweder zu knallig oder zu neutral. Aber irgendwie so schöne, stimmungsvolle Farben gab es irgendwie eher weniger. Ich habe jetzt hier auch zwei Grüntöne gekauft, die gemischt. Das hat super gut funktioniert. Was nicht gut funktioniert hat, ist die Menge. Ich habe Farbchicken gespielt und hemmungslos verloren. Das heißt, eine Wand hier weiter links, die ist jetzt sehr, sehr fleckig geworden. Und ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Also entweder investiere ich nochmal 50 Euro für Farbe und streiche nochmal drüber, aber 50 Euro sind echt viel Geld. Oder ich nähe einfach einen großen Quilt und hänge den dahin oder ich hänge ganz viele Bilder auf. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Ja, mit dem Farbton bin ich auf jeden Fall super happy und ich hoffe, euch gefällt der Hintergrund, auch wenn er etwas dunkel in der Kamera erscheint. Was daran liegt, dass wir hier im Norden unseres Anwesens sind. Aber das hat auch einen Vorteil. Und zwar kann uns jetzt keine Sonne mehr ärgern. Und ich glaube, in Zukunft haben wir immer ganz gute Lichtverhältnisse hier. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Projekten. Ich habe einiges mitgebracht. Also macht euch irgendwie einen Tee oder so oder was auch immer und macht es euch gemütlich. Ich habe mir auch schon einen Tee bereitgestellt und ja, sollen wir mit dem Elefanten im Raum starten? Seht ihr den überhaupt? Ich habe mir heute einen kleinen Hut aufgesetzt. Und zwar, das ist ein gestrickfilzter Hut. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, weil ich das noch nie gemacht habe. Und eigentlich finde ich die Technik ganz unangenehm. So Filzzeug ist gar nicht meins. Aber irgendwie sah es auf dem Projektbild ganz nett aus und ich dachte, ach komm, es ist Halloween, da kannst du dir auch mal so einen Hexenhut stricken und filzen. Und deswegen habe ich mir ganz günstige Wolle gekauft, und zwar die Drops Lima, 4 Knäuel, und habe diesen riesigen Hut gestrickt. Der geht da dann hinterher beim Filzen ein. Und danach in die Waschmaschine gesteckt und das funktionierte zu gut mit der Drops Lima. Ich habe erst ein bisschen Sorge gehabt, weil der Alpaka drin ist, dass die hinter nicht genügend Stand hat. Alpaka filzt zwar gut, aber ist halt auch so ein bisschen drapey, ne? Turns out, meine Waschmaschine kann man nicht öffnen, wenn man die auf 60 Grad stellt, also zwischendurch. Deswegen konnte ich zwischendurch nicht gucken, wie weit er schon gefilzt ist und ob es reicht. Deswegen musste ich die eiskalt durchlaufen lassen und er ist etwas klein geworden. Also er sollte eigentlich größer sein, viel größer sogar. Ich kriege ihn auch nur so ansatzweise auf den Kopf und nicht so richtig. Ich nehme ihn mal ab. So sieht er aus. Man arbeitet hier so ein bisschen Form rein und hinterher beim Trocknen quasi, also wenn man den aus der Maschine nimmt, zupft man den in Form und trocknet den so ein bisschen in Form quasi. Und ja, dadurch kriegt er diese zackelige Form. Das hat, wie gesagt, super funktioniert.
Und ach so, ja, seht vielleicht, dass der so so ein bisschen tweedig aussieht. Die Drops Lima kommt, glaube ich, gar nicht in Tweedfarben. Das war einfach nur schwarze Wolle. Aber jetzt hat er rote Punkte. Und zwar habe ich ein rotes Handtuch mit reingeschmissen. Man sollte ein dunkles Handtuch. Ich habe keine dunklen Handtücher. Das dunkelste, was ich gefunden habe, war ein rotes. Und es hat anscheinend etwas gefusselt. Und jetzt habe ich einen roten Tweed-Effekt. Und ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut. Also das kann ich nur empfehlen. Großartig. Ja, also das ist der A Practical Witch Hat, heißt der, das Muster. Gibt's auf Ravelry. Ich verlinke unten natürlich wieder alle Projekte. Und ja, das war witzig zu stricken. Ein bisschen langweilig natürlich, einfach nur glatt rechts mit ein paar Abnahmen. Also man fängt hier unten quasi an dem, wie nennt sich das? Ich vergesse, wie das heißt. Brim. Egal, auf jeden Fall hier Krempe, genau, an der Krempe fängt man an und dann strickt man quasi Abnahmen bis nach oben, bringt so ein ganz klein bisschen Form hinein und dann schmeißt man den in die Waschmaschine. Also super einfach. Die Anleitung ist total süß geschrieben, noch mit einem Rezept dabei und so. Bisschen unübersichtlich, aber total süß geschrieben und ja, also wenn ihr Lust habt, mal auf ein kleines Filzprojekt, kann ich das sehr empfehlen. Aber wenn ihr die Drops Lima nimmt, vielleicht nicht bei 60 Grad, sondern nur bei 40 oder ihr habt eine Waschmaschine, wo ihr zwischendurch die Tür öffnen könnt. Und genau, das beobachten könnt. Meine Waschmaschine sagte mir, es ist zu heiß. Sie hat Angst, dass ich mir die Finger verbrenne. Ja. Naja, ich kriege den ja zumindest oben drauf. Ich habe den sehr stark gedehnt, ne, nachdem ich den rausgeholt habe. So über so einen, ich hätte am liebsten so eine Form gab, wo ich den drüber ziehen konnte, ne? Aber habe ich nicht. Ich habe schon überlegt, vor unserer Haustür ist gerade eine Baustelle, da gibt es diese Baustellenkegel, ob ich mir davon einen ausleihe und den da so richtig drüber ziehe. Aber das habe ich mich dann nicht getraut. Ich habe dann Blumentopf genommen und den da so ein bisschen drüber und ja, jetzt passt mein Kopf hinein. Dann habe ich noch ein Projekt fertig, was ihr auch schon kennt. Das habe ich beim letzten Mal schon angefangen und in die Kamera gezeigt. Und mittlerweile ist es fertig. Und zwar ein Pullover. Und zwar der Nightshade Society Sweater von Dragonheart Design. Den habe ich gestrickt aus der Eco Puno von Lana Grossa. Das ist so ein, ich glaube, das ist ein Baumwollgarn tatsächlich mit so ein bisschen Alpaka und Merino, total weich und angenehm zu tragen. Und der Pullover, das ist dieser hier. Das ist ein Raglan-Pullover mit so einem leichten Stehkragen, aber eigentlich geht er nur bis hier. Also das ist jetzt kein Rollkragen oder so. Und das Besondere bei diesem Pulli ist natürlich das Lace-Detail auf den Ärmeln. Das strickt man von den Schultern aus runter bis zum Ärmel. Und genau, dann hat der noch, eigentlich hätte ich den auch heute anziehen können, ne, um ihn euch zu zeigen. Aber egal. Dann hat der unten noch so ein gesplittetes Bündchen, hinten ein bisschen länger als vorne. Und ich habe ihn genauso gestrickt wie in der Anleitung, nur um einiges länger. Also ich glaube normalerweise, keine Ahnung, geht er nur bis, also würde er mir nur bis zur Taille gehen. Ich bin ja relativ groß, deswegen habe ich ihn natürlich länger gestrickt. So geht er mir bis bis zur Hüfte ungefähr. Ja, die Ärmel sind ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Garn liegt, weil er dann normalerweise aus Wollgarn und nicht aus Merino-Garn gestrickt wird oder keine Ahnung, woran das liegt. Aber die waren sehr, sehr eng, sodass ich mich dazu entschlossen habe, so gut wie keine Abnahmen zu machen. Normalerweise macht man am Anfang ziemlich viele Abnahmen. Das habe ich einfach sein lassen. Ich habe am Ende ein paar gemacht, irgendwie so drei Stück oder so pro Seite, aber nichts Nennenswertes. Und so passt er auch ziemlich gut. Also das Lace-Muster an den Ärmeln, das ist ja auch ein bisschen dehnbar und so. Und dann passt sich das schon an. Und ja. Und ich habe die Ärmel natürlich länger gestrickt. Wie immer das Übliche. Alles länger. Genau. Ich hatte ihn schon an und ich bin total zufrieden mit dem Pullover. Der sieht super aus und ist total kuschelig. Ist ein bisschen weit und oversized. Und dann mit den engen Ärmeln, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich mag die Wolle, muss ich sagen, auch wenn das Baumwolle ist. Das merkt man beim Stricken gar nicht. Also strickt sich genauso wie normale Merino-Wolle. Ist halt so ein bisschen fluffig, ne?
durch das Alpaka irgendwie, keine Ahnung. Also es ist echt schöne Wolle, ist auch schön leicht und ja, man schwitzt nicht drin. Tatsächlich. Also ja, ich bin mal gespannt, wie warm der hält. Es war jetzt noch nicht so richtig kalt, also ein, zwei Tage, aber da hatte ich den Pullover noch nicht fertig. Also mal sehen, zu welchen Temperaturen man den so anziehen kann. Aber ich bin sehr begeistert. Ich mag auch die Farbe total gerne, ne? Dieses Ocker. Ist richtig schön. Und jetzt vor allen Dingen, wo ich ja in einem Büro arbeite. Ich habe ja lange Zeit im Homeoffice gearbeitet und konnte dann nie so richtig Superwash-Garner ausprobieren und stricken, weil alles, was ich zu Hause anziehe, machen mir die Katzen kaputt. Und da geht eigentlich nur richtig robuste Wolle oder Gammelklamotten. Und jetzt, wo ich im Büro arbeite, ist das richtig schön. Ich kann Garne nehmen, ich kann stricken, was ich möchte und das dann im Büro eben anziehen. Und es bleibt einigermaßen, bis auf meine Trotteligkeitsanfälle, wo ich irgendwo hängen bleibe, bleibt alles in Form und schön. Und ja, deswegen entdecke ich gerade so ein paar verschiedene Garne für mich. Das ist auch mal nett, nicht nur robuste Schafwolle. Mag ich zwar auch gerne. Aber ist halt nicht so kuschelig, ne? Manchmal braucht man auch mal was Kuscheliges. Dann habe ich noch ein Projekt mitgebracht, was ihr schon kennt. Es ist aber noch nicht fertig. Und zwar habe ich ein Quilt angefangen, ein Battenberg-Quilt. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist. Ich habe ihn jetzt so genannt, weil er mich so an die Battenberg-Häkeldecke erinnert hat. Und ich habe ihn ganz ähnlich aufgebaut, nämlich aus hellen Quadraten und bunten Quadraten. Und ich habe daran weitergearbeitet. Er ist noch nicht fertig. Er ist halb fertig. Er sieht jetzt so aus. Und der Grund, warum er nur halb fertig ist, ist, weil ich lange Zeit kein Atelier oder keinen Nähplatz zur Verfügung hatte, weil wir eben so ein bisschen umgeräumt haben und so. Das hat ein bisschen gedauert. Und da konnte ich lange nicht nähen und als ich dann endlich weiter nähen konnte, ist mir aufgefallen, dass ich zu wenig von dem weißen Stoff hatte. Da musste ich da erstmal nachordern und ja, jetzt habe ich genug, aber ich kam noch nicht dazu weiterzumachen. Aber ein bisschen zumindest. Und ja, also ich muss sagen, ich bin froh, wenn das fertig ist, weil immer nur die ganze Zeit dasselbe nähen ist ein bisschen langweilig. Aber eigentlich geht es auch relativ schnell. Also ich habe hierfür wirklich nicht lange gebraucht. Ne? Ich habe mich dann immer so 2 Stunden hingesetzt. Also vielleicht insgesamt 5 Stunden oder so jetzt hier für eine halbe Decke. Ich glaube, das ist okay. Und man wird auch immer schneller mit der Zeit. Also ja, und ich versuche auch sehr genau zu arbeiten, damit sich die Ecken immer hier treffen und so. Das dauert natürlich lange. Ne? Wenn ich da einfach nur so runternähen würde und ich würde sagen, ist mir egal, wenn sich das mal nicht genau trifft oder so, dann wäre das schon lange fertig. Aber ich versuche da mir so ein bisschen Mühe zu geben. Es passiert nicht immer, dass sich die Ecken treffen, aber meistens. Also ich für den ersten richtigen, also ich habe schon mal ein Quilt genäht, das ist schon Ewigkeiten her, aber so für den ersten Wiedereinstiegsquilt bin ich sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Und ja, die Farben machen natürlich total viel Spaß und ja, jetzt das Ganze quasi nochmal und danach weiß ich noch nicht, wie ich das unter meine Nähmaschine kriege, aber wir werden sehen. Apropos Quilt, ihr seht vielleicht, hier im Hintergrund hängt so eine Katze. Die ist auch gequiltet. Das war so ein kleines Zwischendurchprojekt. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich wollte unbedingt Foundation Paper Piecing ausprobieren. Foundation Paper Piecing ist eine Technik, wo man eine Schablone auf Papier hat. Und dann näht man kleine Stoffstücke in der Größe der Schablone eben direkt auf das Papier und schneidet sie dann zurecht. Und am Ende hat man quasi Papierstückchen mit Christel. Ja! Hallo! Ja. Hast du gegessen? Du riechst nach Essen. Ja, auf jeden Fall hat man dann so
Blöcke aus Papier mit Stoff drauf, die man dann aneinander näht. Und das funktioniert erstaunlich gut und es ist technisch gesehen leicht, also auch genau zu arbeiten, relativ genau. Aber dieses Umdenken, ne, weil man quasi spiegelverkehrt arbeiten muss, das ist ein bisschen tricky. Aber ich habe es geschafft. Es ist eine kostenlose Anleitung. Ich habe sie hier ausgedruckt. Die sieht so aus. Ich verlinke sie euch natürlich auch unten in der Infobox. Und man braucht 3 Christel. Ja. Christel, die Menschen verstehen mich nicht, wenn du dazwischen quasselst. Ja. 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 Ja, ja. Okay, ich versuche mal weiter zu reden. Ich glaube, sie hat aufgehört. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr. Ich hole ihn mal. Okay, also so sieht er aus der Nähe aus. 3 verschiedene Stoffe braucht man für diesen Quilt. Einmal einen Hintergrund für den Mond, einmal was für die Katze und dann noch hier unten so ein bisschen Untergrund. Und ja, ich habe mich für diese hier entschieden. Das hier ist der Stoff, den ich auch für den Battenberg-Quilt nehme, dieser weiße. Dann habe ich hier so einen schwarzen mit so einem Wellenmuster drauf und hier unten natürlich ein William Morris Print. Sehr, sehr cool. Ja, das habe ich zusammengenäht und danach mit Volumenvlies und einem Hintergrundstoff zusammen gequiltet. Ich habe mich hier für diese Wellenlinien entschieden. Die wurden auch in dem Originalschnittmuster verwendet. Und das habe ich. Die sind ziemlich gut geworden, oder? Für das erste Mal richtig quilten sind sie ziemlich gut geworden. Ich bin total stolz. Ich habe das so gemacht. Die mittlere Linie habe ich mir markiert, also die Wendepunkte quasi und die Abstände. Und dann habe ich immer 1 Zentimeter daneben genäht und das hat super funktioniert. Zum Schluss habe ich noch so ein Binding hier aufgenäht. Ich kann euch das Video mal verlinken. Nach welchem Tutorial ich das gemacht habe, weil ich keine Ahnung hatte, wie man am besten so ein Binding näht. Ich habe einfach bei YouTube Binding eingegeben, dann kam dieses Video und das hat super funktioniert. Geht total einfach. Genau, das verlinke ich euch. Ja, und um ihn an die Wand zu hängen, habe ich mir einfach so einen Papierclip genommen. Funktioniert auch gut. Ich habe erst überlegt, ob ich eine Schlaufe oder sowas einnähe, aber dann dachte ich, nö, geht so auch gut. Ja, das ist eine echt witzige Technik, macht total Spaß. Es gibt auch ein richtig cooles Muster von, ich glaube, Pride and Joy Quilting oder so. Von dem Gemälde, die Frau mit dem Perlenohrring. Richtig cooler Quilt, riesig groß. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ich muss sagen, am Ende musste ich schon ein bisschen begradigen. Also ich war dann so ein halber Zentimeter war schief und den habe ich dann einfach abgeschnitten im rechten Winkel, sodass dann hinterher ein Rechteck herauskommt. Habe ich ein bisschen gecheatet. Bei so einem großen Quilt weiß ich nicht, wie das dann mit der Genauigkeit passt. Aber ja, aber so ein kleines Projekt, das habe ich an, ich glaube, habe ich das in einem Tag? Nee, ich glaube, an einem Wochenende ganz gemütlich geschafft an 2 Tagen. Wahrscheinlich wird man es auch in einem Tag schaffen, aber wenn man gemütlich arbeitet, dann 2 Tage. Total cool, so ein schnelles Erfolgserlebnis zu haben und mal wieder eine neue Technik zu lernen. Ja, das motiviert ungemein, irgendwie mal was Neues zu machen und ein fertiges Projekt zu haben. Und ich finde, das macht sich super an der Wand. Kommen wir zum nächsten Projekt. Und zwar habe ich auch noch etwas gehäkelt, natürlich. Ich bin ja im Moment so ein bisschen im Doily-Fieber. Und da dachte ich mir, fange ich doch mal ein
Halloween-Doily an. Und das ist natürlich auch schon fertig. Das ist ein etwas kleineres Doily, geht total schnell und wieder von Julia Hart. Und ich lege mal hier ein Papier drunter, weil ihr es sonst vermutlich nicht so gut seht. Das ist das Spooky Soiree. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich schreibe es unten hin. Super cool. Es gibt zwei verschiedene Optionen für diese Süßigkeiten hier, beziehungsweise eine Alternative dazu. Man kann auch noch Totenköpfe da rein häkeln. Ich habe mich für die Süßigkeiten entschieden und ja, ich finde es mega cool. Hier sind Katzen drin mit geringelten Schwänzchen und Spinnennetz und Fledermäuse und alles, was man so für Halloween braucht. Und es geht echt super schnell. Für die Farben hier, für diese kleinen Farben, habe ich noch Reste genommen, die ich da hatte. Und das schwarze Garn, ich glaube, das war Babyloop von DMC. Stärke 20, meine ich. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, super cool, ging total schnell, hat riesig viel Spaß gemacht, cooles Muster. Und ich habe noch ein Doily gehäkelt, natürlich. Ich glaube, jetzt ist erstmal gut. Ich glaube, jetzt bin ich erstmal durch. Aber das war echt eine intensive Phase. Das ist natürlich auch von Julia Hart. Auch DMC Babyloo in Stärke 20. Und ich meine, das ist das Sweet Teas Doily von ihr. Das habe ich mal in einer Farbe gehäkelt. Und ja, hat auch Spaß gemacht. Nicht ganz so viel wie das andere, aber war auch super. Hat ein bisschen länger gedauert, ist auch ein bisschen größer. Aber ja, ist auch richtig cool geworden. Das hat noch keinen Platz, das hat noch keine Verwendung. Das Schwarze auch noch nicht. Aber man kann ja auch nicht... Ich habe nicht so viel Tisch von Oberflächen. Deswegen muss ich jetzt wirklich mal aufhören. Aber ja, ich finde es super cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und irgendwas wollte ich noch hierzu sagen. Ach ja, genau. Wenn das fertig ist, dann wasche ich das in ein bisschen Bügelstärke, damit das so ein bisschen Stand bekommt. Ne? Also es ist jetzt nicht super steif, aber so ein bisschen Stand hat es dann doch dadurch bekommen und dadurch behält es einfach besser die Form und vor allem diese ganzen Spitzen und Mäusezähnchen und so kann man dann gut herausarbeiten mit der Nadel. Ich habe mir sogar endlich mal nach Jahren, seit Jahren, seit Jahren wünsche ich mir das. Und ich habe jetzt endlich mal investiert in ein Spannset. Ich habe mir Blockmatten gekauft mit so T-Nadeln. Ich habe vorher alles mit Stecknadeln und Yogamatte gemacht. Und das hat zwar immer ganz okay funktioniert und so, ne? Aber das war schon... erstens tut es echt weh, 100 Stecknadeln in eine Yogamatte zu stecken. Danach hat man die Fingerkuppen wund. Deswegen bin ich über diese T-Nadeln schon mal super glücklich. Und außerdem, wenn man größere Projekte hat, dann ja, wölbt sich die Yogamatte so ein bisschen. Die ist nicht ganz so fest, hat nicht so viel Stand. Deswegen bin ich schon froh, dass ich jetzt vernünftige Blockmatten habe. Und ja, bin sehr begeistert. Also das Upgrade hat sich gelohnt. Gut, Leute, war's das? Nein, das war's noch nicht. Ich habe noch was, allerdings war es das, glaube ich, an Fertigen? Nein, auch nicht. Ich habe sogar noch zwei Sachen. Ich habe noch was fertig. Fast fertig. Ich muss noch die Fäden vernähen. Ja, aber ich habe es schon gespannt. Das zählt dann schon als fertig, würde ich sagen. Und zwar hat die Christine Lehrer mich wieder angesteckt mit einem Design, was sie gestrickt hat. Und das ist der Tiniola Shawl. Ich habe ihn angenadelt. Er war innerhalb von 3 Tagen oder so gefühlt fertig. Und ja, das ist so ein schönes Tuch, was man aus einem Strang
Fingering-Wolle stricken kann, beziehungsweise sogar irgendwie 3/4 oder so nur. Also es braucht echt richtig wenig Garn. Und dafür ist es schon recht groß. Also keine Ahnung, wie das so funktioniert. Aber ich habe auch ordentlich gespannt auf meinem neuen Spannset. Ja, das Design ist von Amber O'Brien. Wie gesagt, das heißt der Tiniola Shawl. Tiniola ist die Bezeichnung, die lateinische Bezeichnung für unsere geliebte Kleidermotte. Schön, oder? Das ist eine Ode an die Kleidermotte. Deswegen wurden in das Design auch schöne Löcher reingestrickt. Und am Ende sieht man hier die Kleidermotten herumfliegen. Und dann gibt es nochmal große Löcher. Toll, oder? Ich mag schwarzen Humor. Und ich hoffe, dass es die Motten abschreckt. Ja, also das Tuch ist wirklich schön groß. Ich habe es noch nicht getragen, weil ich es euch frisch nach dem Spannen zeigen wollte. Und wie gesagt, ich muss auch noch die Fäden vernähen. Aber ja, super leicht und schön und hat richtig viel Spaß gemacht zu stricken. Also es ging super schnell. Und diese Motten, ne, die sind ziemlich cool gemacht mit Fallmaschen und dann sammelt man die quasi wieder auf mit einer bestimmten Technik und ja, dadurch entstehen diese Motten. Ich drehe es mal um. Ja, super cool. Das Garn, was ich verwendet habe hierzu, habe ich selbst gefärbt. Das habe ich, ich kaufe oftmals Garn, wenn ich selber färbe, bei dem Wollschaf. Und das hier ist Merino, Yak und Seide. Also richtig schön kuschelig. Das hat von Natur aus so einen grauen Farbton. Und dann habe ich einfach verschiedenste Christel. Verschiedenste lila, pink und Rottöne drüber gehauen, damit das so ein... Fragt mich nicht, was sie möchte. Ich habe keine Ahnung. Sie hat was zu essen. Wir haben schon gekuschelt. Will sie ja jetzt offensichtlich auch nicht. Ich glaube, sie mag einfach nicht, wenn ich mit euch spreche. Da kriegt sie keine Aufmerksamkeit. Ja. Also, ich habe hier diesen Mauve-Farbton daraus gezaubert und bin total happy damit. Mir gefällt die Farbe, ich mag die gerne. Und ich habe da noch was übrig, weil man eben keinen ganzen Strang für den Schal braucht. Und ja, mal sehen, ob ich das noch irgendwo verwursten kann. Dann habe ich noch einen Schal angestrickt. Ich habe, als ich den Färbetopf angeworfen habe, natürlich nicht nur einen Strang gefärbt, sondern auch einen anderen. Und weil ich mich ursprünglich nicht für eine Farbe entscheiden konnte, habe ich noch ein Petrol gefärbt. Und zwar diese schöne Farbe hier. Das ist eine andere Wolle, aber ähnlich. Das eine war ja Merino, Seide und Yak und das hier ist Merino, Seide und Alpaka. Also genauso flauschig im Endeffekt. Ist allerdings von Natur aus weiß und nicht hellgrau. Und ja, das habe ich Petrol gefärbt und gestern Abend einen kleinen Schal angefangen. Ich habe auch geguckt, was kann man so stricken mit einem Knäuel Wolle. Und Jorge Locatelli hat ziemlich viele Designs für nur einen Strang. Also wenn ihr da mal was sucht, schaut mal bei ihr. Ich habe bestimmt irgendwie 4, 5, 6 Anleitungen gefunden, wo man nur einen Strang für braucht. Und ich habe mich jetzt für den Storm Shawl entschieden. Das ist so ein Schal in selber Form wie der Tiniola, nur mit Fallmaschen zwischendurch. Habe ich jetzt auch schon die erste Reihe Fallmaschen hinter mir. Und dann strickt man zwischendurch, glaube ich, noch mit verkürzten Reihen solche Keile oder so, damit das so ein bisschen durcheinander und wilder wird. Sie hat so ein kontrastreiches Garn genommen, was so ein bisschen unterschiedliche Helligkeitsstufen in sich hat. Und das sah dann auch ziemlich cool aus mit den Fallmaschen und diesen Short Rows und so.
Da bin ich schon fast am Überlegen, ob das zu langweilig wird mit einem einfarbigen Garn. Aber ach, ich glaube, das wird auch gut aussehen. Und es passt zu meinem Haar. Das ist vielleicht auch ganz cool, wenn man einen Schal in der Farbe hat. Übrigens, ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal schon bunte Haare hatte, aber ich habe angefangen, glaube ich, mit Pink und dann Lila und dann wurde das Blau und ach, keine Ahnung. Aber egal, welche Farbe ich genommen habe, die hat immer nur so eine Haarwäsche gehalten und danach sah es nach irgendwas aus, aber nicht nach frisch gefärbt. Und dieses Blau habe ich jetzt seit, keine Ahnung, einem Monat drin? Anderthalb? Und ich wasche alle 2 Tage meine Haare oder so und das sieht fast immer noch fast so aus wie am Anfang. Also Wahnsinn. Arctic Fox kann ich nur empfehlen. Beste Haarfarbe. Das wird nie wieder rausgehen. Voll super. Ja, also je nachdem, was man möchte. Ne? Wenn man immer wieder andere Farben möchte, dann ist es natürlich vielleicht eher schlecht. Aber wenn man keine Lust hat, jede Woche die Haare zu färben, voll gut. Ja, also Storm Show ist in Mache und ich war gestern Abend und vorgestern Abend ziemlich verzweifelt, weil ich nichts zu stricken hatte. Das war bevor ich den Storm Show angefangen habe und bin dann auf einen Pullover von Jorge Locatelli gestoßen, den ich ziemlich cool finde. Ich glaube Newspaper oder so heißt der. Der hat solche, ist das Patent? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er solche Streifen, der wird mit 2 verschiedenen Farben gestrickt. Der hat dann farblich solche Streifen und dann nochmal solche Streifen, die so versetzt sind. Also optisch jetzt. Schwer zu erklären. schaut ihn euch mal an, ich finde den ziemlich cool. Und da habe ich mir jetzt gestern Garn für bestellt. Vielleicht kommt das morgen schon an. Das wäre cool. Ja, auf jeden Fall war ich dann weiter verzweifelt, dann habe ich den Storm Shawl angeschlagen. Aber ja, beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich wieder ein Pullover zu sehen. Ja, Leute, das war's. Ich habe hab euch, glaube ich, alles gezeigt, an was ich so gearbeitet habe. Richtig viel, oder? Das ist eigentlich ist mir das zu viel für eine Folge. Ich muss wieder öfter aufnehmen. Das Schöne ist, ich kann ja jetzt hier hoffentlich in Ruhe aufnehmen. Ohne von der Sonne geärgert zu werden oder so. Aber jetzt fängt natürlich auch wieder die dunkle Jahreszeit an. Das heißt, es muss wieder passen und irgendwas ist immer, ne? Ganz schlimm. Irgendwas ist immer. Aber ja, ich würde voll gerne öfter aufnehmen und ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und dann lieber ein bisschen kürzere Folgen, die dann auch nicht 5 Stunden brauchen, bis ich die Daten rübergeschoben habe und bearbeitet habe und hochgeladen habe und exportiert habe und so. Das ist ganz schlimm. Ja, aber wir werden sehen. Was wäre euch denn eigentlich lieber? Lieber zwischendurch mal regelmäßig, irgendwie, ich weiß nicht, alle 2-3 Wochen so eine kürzere Folge, 15 Minuten oder alle 3 Monate, so wie jetzt, alles so komprimiert, bis ich halt Schmerzen kriege vom Quasseln. Ich merke das sofort, ne? Wenn ich eine halbe Stunde am Stück rede, kriegst du voll Halsschmerzen. Ganz schlimm. Ja, also lasst mich gerne wissen, was ihr mögt und ich gucke, ob ich das hinkriege oder nicht. Der Wille ist da, Leute, der Wille ist da. Das wisst ihr doch hoffentlich. Mir macht es total Spaß, mit euch hier gemütlich zu sitzen und alles zu zeigen und so. Und ja, Zeit. Leute, Zeit. Okay, ich hoffe, dass ihr einen schönen Feiertag habt. Ich hatte jetzt 2 Tage Urlaub. Und also ich habe jetzt gerade 2 Tage Urlaub, jetzt wo ich es aufnehme. Und morgen ist Stromausfall hier. Ist morgen der 31.? Dienstag. morgen ist der 31. Wie kann man denn am 31. einen Stromausfall planen? Also wegen der Bauarbeiten vor unserer Haustür. Über einen halben Tag. An Halloween. Warum?
Kann man das nicht einen Tag vorher machen oder zwei Tage später, dann nach dem Feiertag oder so? Verstehe ich nicht. Es gibt doch viele Menschen, die dann auch irgendwie eine Halloween-Party vorbereiten oder irgendwie ein großes Essen machen oder irgendwas. Keine Ahnung. Fand ich jetzt irgendwie... Ich habe Urlaub. Also entweder kann ich nicht ausschlafen, entweder muss ich um 7:30 aufstehen in meinem Urlaub oder ich kann nicht frühstücken und auch kein Mittagessen. Aber was soll ich um 7:30? Da ist ja noch dunkel, oder? Mal sehen. Mal sehen, was ich, wie ich meinen Vormittag morgen verbringe. Ich weiß, es sind Luxusprobleme, ne? Aber mich nervt es ein bisschen. Ein bisschen? Ich denke, man könnte es anders planen. Naja, ihr Lieben, ihr habt das Problem hoffentlich nicht. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Halloween-Tag. Ob ihr das feiert oder ob euch das total egal ist, wie auch immer. Einen schönen freien Tag und was zu stricken oder was zu nähen oder irgendwas. Ihr könnt mir vielleicht mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so gerade auf den Nadeln habt oder in Mache oder wie auch immer. Dann kann ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Okay, Leute. Ich werde jetzt das Video bearbeiten, bevor ich das morgen nicht kann, aufgrund mangelnden Stroms und sodass ihr dann übermorgen ein Video habt. Und ich hoffe wirklich inständig, wir sehen uns im November. Das wäre schön. Okay, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.